Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2. Heute werden wir uns ein paar Nebenoperationen widmen. Also die müssen wir erst noch suchen und somit freischalten. Denn diese Hauptoperationen, die wir jetzt hier haben, die sind so ziemlich die letzten Hauptoperationen und ich wollte halt eben noch die Nebenoperationen alle fertig haben, bevor wir mit den letzten Hauptoperationen anfangen. Ich habe ja mal in so einer Ding nachgeguckt, in so einer Komplettlösung, und es sind anscheinend wirklich die letzten Hauptoperationen. Das heißt, danach kommen die Credits und ne, wenn die Credits durch sind, dann ist ja bei mir das Projekt vorbei. Deswegen will ich noch die Hauptoperationen machen, die Nebenoperationen. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal los, raus in die weite Welt. Und schauen mal, was wir da noch so zu erleben haben. Ich bin mir jetzt... Ich habe jetzt natürlich wieder nicht nachgeguckt, was es alles für Nebenoperationen gibt. Es kann sein, dass ich ein paar vergesse oder so. Aber hier auf Le Carte wird hier zum Beispiel angezeigt Nebenoperationsinfo. Dann hier, hier und hier. Also das heißt, vier Stück haben wir noch. Operationsinfo. Das heißt, wir haben hier sogar fünf Operationsinfo, also wir haben da noch so ein bisschen was. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich alles machen werde, das muss ich gucken. Wie gesagt, ich kenne das nicht. Wenn das sich das jetzt halt irgendwie langweilig anhört, zum Beispiel hier die Nebenoperation, die Scheiße hier sammeln. Ne, weiß ich jetzt nicht, warum man sich das dann im Let's Play anschauen sollte. Ja, das wäre dann halt, also das wollte ich ja im Ding machen, aber das Einzige, was wir dafür bekommen, ist Follower. Und ja, gut. Brauchen wir jetzt die Follower unbedingt? Ich glaube nicht. Ne? Deswegen. Ja. Weiß ich nicht so ganz. Müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir aber erstmal raus. Oh, Alter. Immer wieder schön. So, dann brauchen wir unsere Auto-App. Und dann bestellen wir uns unser schönes... Bestellen wir uns unser schönes Auto und direkt da ist es gespawnt. Im Augenwinkel hat man es gesehen. Dann klettern wir da drüber. Steigt mal da ein. So, Controller kann ich gleich in der Hand behalten. Können wir gleich weiterfahren. Gleich losfahren, sage ich schon. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier hin. Gucken mal, was es hier so gibt. Ich klappe jetzt erstmal die ganzen Orte ab. Wir schalten jetzt erstmal alles frei und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und je nachdem, ob sich das jetzt halt spannend anhört oder nicht, entscheide ich dann halt, ja, mach mal oder mach mal nicht. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, weil Nebenoperationen, das würde ich halt eben ganz gern schon mitnehmen. Man weiß ja nicht, wow. Was man da noch vielleicht für schöne Sachen erfährt. Vielleicht erfahren wir noch irgendwie was so Side-Story-mäßig, ne? So Hintergrundinformationen zu DedSec. Ne, das weiß man ja nicht. So. Hey Retro, was geht? Schlag nur die Zeit tot, und du? Ich wollte meinen Cousin treffen, aber er ist nicht hier. Wir haben da womöglich was für DedSec. Ach ja? Bin ganz Ohr. Er kauft sein Gras von den Auntie-Shoes, schon seit Jahren. Also kennt er ein paar ganz gut. Er hat sie über einen Warentransport mit den Bratwurst reden hören. Ich glaube nicht, dass das ganz DedSec Baustelle ist. Er glaubt nicht, dass es Drogen sind. Sie handeln mit Menschen. Okay, das ändert die Sache. Wo kriege ich mehr Infos? Ich schicke dir einen Ort, wo die Schuhe abhängen. Jemand da wird mehr wissen. Die Schuhe. Sorry. Oh, hey! Oh, hey, ja, alles klar. Na, dann, ich habe gerade von einer Art Gangstertauschbörse erfahren. Shoes und Bratwurst. Wieso sollte man zwei verschiedene gemeingefährliche Gangs gleichzeitig ärgern? Weil alle die einsamen Rächer lieben. Eigentlich geht die öffentliche Meinung da auseinander. Nicht bei DedSecs Zielpublikum. Wenn wir den unbestreitbar bösen Jungs auf die Finger hauen, kriegen wir Follower. Einfache Rechnung. Die in dem Fall stimmt. Ich werde mal die Shoes besuchen, mal sehen, was ich finde. Neue Operation verfügbar, Schatten. Da vorne haben wir gleich das nächste, da muss ich gar nicht viel markieren. Es gab ja übrigens auch ein Patch für Watch Dogs 2. Und da haben sie eine ganz super Funktion implementiert.
Und zwar Musiklautstärke. Warum? Warum Musiklautstärke? Warum nicht Effektlautstärke, dass ich endlich mal diese total übertriebenen lauten Autos leiser stellen kann? So, dein Geld ist mir, Junge. Ey, ey. So. Ja, die Autos, die sind einfach so übertrieben laut. Das würde ich so gern leiser stellen, aber es geht einfach nicht. Wenn, dann muss ich alles leiser stellen und das möchte ich natürlich auch nicht. So, wir parken hier erstmal. Und schauen mal, was da so los ist. Wir müssen da was hacken. Das ändert natürlich die Sache. Wir nehmen einfach die Drohne. Weil so wie ich sehe, da unten laufen rote Leute rum. Ja. Da sind wir wohl in einem Sperrgebiet. Mhm. Ziel erfüllt. Sieht aus, als wäre das Bratwurst-Shooting gescheitert. Sackgasse? Vielleicht nicht. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Da geht noch was. Aber lass dich dabei nicht umbringen, wenn's geht. Hallo? Jetzt geht's. So, neue Mission verfügbar. Was haben wir da jetzt? Schatten. Oh, jetzt habe ich aus Versehen schon was angefangen von der Ding. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, wir haben hier noch Notruf. Worum geht es? Ja, egal, Notruf, ich weiß nicht. Ach, hier war das. Ach so, okay. Na gut, dann fahren wir mal dahin, schauen mal, was es da gibt. Doch die Polizei. So. Dann schauen wir mal, was uns da drüben erwartet. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hacken. Drohne raus. Hacken. Ups. Hier läuft was Schräges. Super, mach ein Foto. Nein, ich meine, mein IMSI-Catcher-Detektor schlägt hier an. Wir brauchen echt einen besseren Namen dafür. Warum? Das ist der technische Name. Mein Stingray-Sniffer sagt mir, dass jemand Daten von den Handys der Leute abschöpft. Die Daten gehen offenbar zum Koi-Tower. Seht ihr? Schräg. Absolut schräg. Gestohlene Signale. Richtig Gangster. So, schauen wir mal, wo es noch was gibt. Hier, Forschungspunkte sind auch noch überall. Was ist das hier? Nebenoperation gestohlene Signale. Ah, so, okay. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Hätte ich mal hingeguckt. Was wird das denn? Hätte ich mal genauer hingeguckt, hätte ich natürlich gesehen, dass das für die Mission war. Und dann schauen wir mal, was da unten so los ist. Es scheint ein Handy mit einem Feuer drauf zu sein. Und wir sollen da jemanden hacken oder ein Telefon hacken. Bill. Fleek Streak. Dead Sec.
Oh, shit. Leute, jemand doxt DedSec-Mitglieder. Was? Wo? Ich habe ein Münztelefon mit angebrachter Hardware entdeckt. Es hat gerade geklingelt und am anderen Ende war eine Tonbandnachricht. Es wurden Namen genannt. Stanley L. Irgendwas. Sleek Streak. Nabil Azari? Awasi. Yep, ich kenne Sleek. Verdammt. Das ist gefährlich. Wir müssen das schnell beenden. Hat jemand eine Idee? Kassieren wir die Hardware ein? Nein, lass sie fürs Erste. Ich kann die Gegenseite des Anrufs mit einem Man-in-the-Middle-Angriff aufspüren, aber je mehr Deckung wir haben, desto besser. Ja, mal sehen, ob ich noch mehr gehackte Telefone finde. Och nö, nicht schon wieder eine Sammelmission. Hier ist ein Forschungspunkt, den will ich gerade mal mitnehmen. Ah, ja, den habe ich schon mal geholt in der früheren Aufnahme, die allerdings gefailed ist, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste eigentlich hier irgendwo so ein Dingensen geben, weißt du? So ein... Ja, weißt du schon hier. Aber offensichtlich nicht. Doch, da. Siehst du mal, einmal komplett umsonst drumherum gefahren. Und Forschungspunkt. For free. So, dann schauen wir mal. Boah, das wollte ich gar nicht. So, gestohlene Signale. Wow. Ecke Stingrays. Ja, Namensspiel. Manipulierte Münztelefone hacken 0 von 3. Okay. Das können wir ja mal machen. Dann später irgendwann mal. Und... Nebenoperation Schatten. Okay. Lackierung, Operationsinfo haben wir hier noch. Operationsinfo. Bin ja froh, dass das ganze Zeug mal auf der Karte markiert ist, wenn man da jetzt rumfahren müsste. Die ganze Zeit und werde schon ein bisschen lästig. Aber jetzt bis nach da hinten fahren, bloß um das Ding zu triggern? Hm. Können ja eine Schnellreise machen, so ist es ja nicht. Ne? Das ist ja kein Problem. Gibt doch bestimmt irgendein Geschäft hier in der Nähe, oder? Da, das Autohaus. Schnellreise. So. Und dann ist es gleich da vorne. Hey, sorry, huh? Na, Hundis. Huch. Guten Tag. Hey, ich hab genauso ein Shirt. Die Anmache ist ja ganz neu. Kennen wir uns? Ja, von der Party, weißt du noch? Ich, kann mich da nicht mehr so viel erinnern. Kann ich mir vorstellen. Was machst du gerade? Ich arbeite an einem Exploit für die neuen CTOS-fähigen Bankautomaten. Die haben eine Menge Features, die wir manipulieren können. Hast du Lust, das Ding zu testen? Oh ja, sehr gern. Schick's mir rüber. Super. Ich bin übrigens Kaylee. Marcus. Ich weiß, wir kennen uns schon. Ja, stimmt. Die aber klar gemacht, würde ich sagen. Ich bin wohl bei der Testphase von Kayleys CTOS Geldautomat-Exploit dabei. Wie, Leute beobachten nur, dass man ihnen in die Nase guckt. Cool. Träum ruhig, Ranch. Damit können wir geldgeilen Säcken eins auswischen. Oder den Underdogs helfen. Erst mal sehen, ob ich das Ding verstehe. Der letzte Dollar. Yeah. So, Auto. Komm her. Wir gucken erstmal, wo müssen wir hin? Wir haben jetzt hier wieder was auf freigeschalten. Die Frage ist nur, wo ist der Rest? Nebenoperation, Namensspiel. Jetzt haben wir hier, okay, das heißt wohl, wir haben jetzt alles freigeschalten. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt alles sind, ich habe keine Ahnung. Ich müsste da jetzt mal eine Komplettlösung gucken. Könnte ich sogar machen, weil der andere Rechner gerade läuft. Aber ich weiß nicht. Wir machen jetzt erstmal das, was wir haben, würde ich sagen. Und dann passt es schon. Hoffe ich. Schauen wir mal.
Ich würde sagen, wir haben jetzt mit Schatten angefangen. Dann machen wir auch direkt mit Schatten weiter. Allerdings nehme ich an, wir müssen dafür etwas weit fahren. Ja, da nehme ich richtig an. Deswegen machen wir eine Schnellreise wieder hierhin zurück. Das ist mit dem Schnellreisen, finde ich echt super. Mache ich jetzt ja auch nur fürs Let's Play, weil ich will halt jetzt hier nicht irgendwie 10 Minuten nur durch die Map fahren. Wir brauchen ein Auto. Auto, Auto, Auto. Ja, stimmt, ich kann ja mein Auto bestellen. Na, ist egal, jetzt haben wir das da. Das geht ja auch klar. So. Regnet wieder. Wow. Hui, wo sind wir hier? Im Tunnel? Geil. Krasser Tunnel. Und dann hier einmal Kehrtwindmarsch. So, wir dürfen ja hier sein, ne? Ist ja kein Sperrgebiet. Okay, da vorne müssen wir hin. Oder auch nicht. Hä? Verdammt, ich hab's verpasst. Es ist niemand hier. Vielleicht gab's nie einen Deal. Nein, sieht aus, als wäre was schiefgelaufen. Das ist ein Tatort. Ich schau mir das mal an. Hä? Was soll hier ein Tatort sein? Okay, ja, ja gut, okay, ja gut, ja jetzt sehe ich es auch, ja. Und was soll ich jetzt machen? Wo soll ich jetzt hin? Ich bin verwirrt. Hacken. Ja. Ich soll da also etwas hacken. Ah. Wow, ach du Scheiße. Oi. Ja, frohe Ostern, würde ich sagen. Dazu, Aiden Pierce sucht nach dir. Der Psyche folgt Spuren von Quinns Totalversagen in Chicago. Du musst von hier verschwinden, und zwar jetzt. Schau auf dein GPS. Wir treffen uns da. Wir versuchen, ihn in eine Falle zu locken. Hoffentlich erreicht dich das rechtzeitig. Was? Hat er gerade ernsthaft Aiden Pierce gesagt? Los, 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 ich will Dialoge hören. Ach du Scheiße, Leute. Was? Das hat Aiden Pierce gemacht. Wovon redest du denn? Wir sind Leichen, Schoß und Bradwa. Aiden Pierce erledigt sie und ich stecke mittendrin. Der Chicago-Rächer? Genau der. Er wird in eine Falle tappen. Ich muss ihm helfen. Was macht denn Aiden Pierce in San Francisco? Oh. Yay. Tarnung freigeschalten. Oder Lackierung, so habe ich einfach mal gemacht. Einfach weil wir gerade da sind, ne? Alter, wie geil Aiden Pierce. Ey, wenn wir jetzt Aiden Pierce hier auch noch haben, da kommen den ziehen wir auch noch auf unsere Seite. Dann haben wir hier Watch Dogs 2 in 1. 1 in 2. Oder irgendwie so. Ey, geil, Aiden Pierce, Mann. Geile Mission. Ey, die will ich jetzt unbedingt weiterspielen. Aiden Pierce vor Falle warnen. Mission wird verfolgt. Auf Karte anzeigen. Zack. Los, 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 los. Vollgas. Hier, Schubrakete. Mann, ist die Karre scheiße. Moment mal, wir machen das gleich mal ganz anders.
So, wer will ein Auto for free? Der Penner da, ja, das kannst du gerne haben. So, pass mal auf. Ja, wir haben uns hier extra teures Auto gekauft und wir fahren da nicht mit. Das kann ja mal gar nicht sein. So. Erstmal hier krasses Auto bestellen. Und dann fahren wir es gleich mal zu Schrott.